Für manche Leute ist ein Wiesnbesuch ja ab und zu mal die Hölle. Wer aber einen höllischen Spaß auf der Wiesn haben will, der kann zum Beispiel einfach mal einen runden Höllenblitz fahren. Der steht am Eck von der Straße 5, links vom Olympia-Looping. Klaus, was ich mich schon die ganze Zeit frage, ist, warum ist eigentlich der Höllenblitz? Ja, der Höllenblitz ist daher gekommen, weil es natürlich im Dunkeln ist. Es ist höllisch schnell und wir haben offenes Feuer als Effekte. Und darum kamen wir damals natürlich auf den Namen Höllenblitz. Klaus, wie oft fährst du das denn noch? Also einmal täglich bei einer Probefahrt, wenn wir die morgens machen, fahre ich gerade, ob die Lichteffekte alle noch passen. Also einmal täglich fahre ich das Ganze noch. Na gut, nichts schief geht. Was haben wir denn da für Schienenlänge? Wie lang sind die Leute unterwegs? Also wir haben hier ungefähr 820 Meter Schienenlänge. Mhm. Und jetzt sind wir gerade hier in der Auffahrt. Und dann kommt auch gleich die erste und rasanteste Abfahrt. Jetzt geht's auch schon langsam los! Und jetzt sieht man wieder ein bisschen was. Ja, jetzt haben wir unsere Licht- und Lasereffekte. Hast du so einen Rekordhalter? Also richtig gezählt haben wir es nicht, aber wir hatten, also wo ich mich gut erinnere, einen, der 20, 22 Mal hintereinander gefahren ist. So Klaus, wir haben es geschafft, duscht es einmal, gell? Ja, und getrocknet auch wieder, ne? Vom Feuer.